Okay, aber Freunde der Nacht, ich würde ja sagen, wir setzen mal unseren Cut. Wie kommt man? Ah, da. Ja. So, also. Ich finde, das ist jetzt mal wieder so eine richtig schöne positive Überraschung. Wir wissen jetzt, es gibt das Spiel Dead but Alive, Southern England. Wir wissen jetzt auch, was es ist. Es ist im Prinzip eigentlich ein Genre-Mix aus dem Survival-Simulation und einem Adventure, einem klassischen. Wir haben sehr, sehr viel Text und wir können die Entscheidung, also wie die Geschichte abläuft, durch Textentscheidungen beeinflussen. Wir haben dazu immer noch Bilder. Das heißt, wir haben richtig klassisches Adventure aus der Phase nach den, also Text-Adventures waren die ersten Adventures, dann kamen die mit Bildern. Dann irgendwann kam das, was ihr eben, also was viele Leute als so die klassischen Adventures eigentlich betrachten, nämlich die Point-and-Click, aber die kamen erst später. Das hier ist tatsächlich ein ganz klassisches Adventure, bloß eben ergänzt durch eine Survival-Simulation. Und das haben sie toll gemacht. Ich bin richtig begeistert. Ich habe ja zuerst gedacht, wie mit den ersten doch relativ wenigen Features im Lager, etwas untypisch alles ein bisschen, weil ich nicht die Leute direkt einteile, also hier Steve macht das, der macht das, wie in vielen anderen dieser Spiele, sondern alle zusammen bilden einen Arbeitspool, daraus kann ich Arbeitskraft generieren. Das finde ich eine super coole Idee. Das macht viel mehr Spaß, weil das ermüdet dann nicht so in diesem Mikromanagement. Ich muss nicht ständig jedem hinterherlaufen. Ich kann mit denen reden, die bringen sich ein, aber ich muss die nicht permanent bemuttern. Das macht das viel angenehmer zu spielen. Der Fokus, der Schwerpunkt liegt definitiv auf den Plünderzügen im näheren Umkreis, so im Südengland. Das finde ich eine sehr schöne Idee. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das so richtig durchblickt habe. Am Anfang bin ich nämlich so reingelaufen in der Meinung, das ist so wie sonst diese Spiele. Hier ist der Fokus, also auf der einen Seite diese Plünderzüge, auf der anderen Seite eben die Geschichte, tatsächlich Geschichte erzählen. Das mag natürlich jetzt alle abschrecken, die nicht gerne englische Texte lesen, aber das machen sie gut, das ist richtig gut erzählt, das passt zusammen, das sind richtig schön, egal wie ich mich entscheide, wie in einem richtig klassischen Adventure, die Geschichte läuft weiter, das passt alles. Also wir wissen jetzt, dass es Spiel gibt, wir wissen jetzt, was es ist, wir wissen jetzt, was wir hier machen und wie es aussieht, auch hier. Schönes 2D, schön gezeichnet, das heißt, das wird gut altern, das wird auch noch in 10 Jahren super spielbar sein. Ich hatte jetzt erst das Gefühl, so, ach, mal gucken, ob da, so Spiele sind ganz gerne mal Mobile Port, der letzte von diesen Leben, Survival, Zombie, Lebenssimus, die wir gesehen haben, das war auch definitiv ein Mobile Port. Das hier kann ich mir auch sehr gut tatsächlich auf so einem iPad oder sowas vorstellen, aber das funktioniert auch am PC. Also das ist, obwohl es relativ einfach gestrickt ist, im Sinne von, wir haben hier keine aufwendige 3D-Kampf irgendwas und wir haben, das finde ich ein bisschen bedauerlich, unser Lager verändert sich so jetzt nicht wirklich. Ich hätte mich wirklich gefreut, wenn mit der Zeit der Trailer und die Zelte durch ein paar, durch Häuser ergänzt werden oder ersetzt und hier dieses Küchending, so ein Küchenhaus oder sowas entsteht. Also das hätte ich ganz schick gefunden. Aber auf der anderen Seite, ah ja gut, es ist wie es ist. Also da ist das Spielprinzip an sich und das Spiel selbst finde ich ganz toll. Da ist noch Luft nach oben für mich, für meinen Geschmack. Also aber, wobei ich natürlich auch irgendwo beeinflusst bin, weil ich halt lieb diese Aufbauspiele und Aufbaustrategiespiele. Das heißt, alles, was sich entwickelt und noch ein bisschen gepusht wird, finde ich immer toll. Alles, was mit Aufbauen zu tun hat, finde ich toll. Ja gut, ich bin auch ein großer Fan von Zerstören, aber ich mag es auch wirklich hier so. Schaffe, schaffe, Häusle baue, hier Bob der Baumeister, da bin ich eigentlich auch immer dabei. Also, das ist wieder so ein Moment, da sitze ich vor meinem Fractal Games Archiv, also vor meinem Computer, und freue mich wie ein Schneekönig, dass ich mal. Also, ich meine es echt nicht böse, aber es gibt so Abende, da starte ich drei Spiele hintereinander, und bei allen drei Spielen denke ich, alter Schwede, die Lebenszeit gibt mir noch keiner wieder. Da habe ich das Gefühl, ich warte hier hüfthoch in Kackspielen. Und dann kommt aber der Moment, da startet so ein Spiel, denkst so, naja, mal abwarten, mal gucken. Und dann blüht das so vor deinen Augen auf und du kommst so rein und denkst so, oh geil, richtig Geschichte, richtig schön, ach gut gemacht, ach wie erfreulich. Und du kannst dann aufhören zu spielen. Ich wurde gerade richtig angesuchtet von dem Spiel und so soll es ja auch sein. Das ist geil. Ja, das ist richtig geil. Also von meiner Seite fette Daumen hoch.
Ich freue mich darüber, das Spiel hier gesehen zu haben fürs Archiv. Ich hau jetzt aber erst meinen Stempel drauf mit gewissem Bedauern. Also es hat mich jetzt schon angesuchtet. Aber ich muss jetzt wirklich weiter für die heilige Mission. Ja, ihr wisst ja Bescheid. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschö. So, und da bin ich wieder. Zu meiner eigenen Überraschung. Ja, aber das Spiel hatte mich so angesuchtet, dass ich gedacht habe, ach komm, ein paar Tage klicke ich mal noch weiter, mal gucken, wie es weitergeht. Wie man sieht, habe ich ganz gut Spritvorräte, wobei ich angefangen habe, also die Barrikade habe ich fertig, jetzt war ich auf dem Weg, Türme zu bauen. Also wie gesagt, man sieht leider nichts. Das finde ich weiterhin schade. Aber warum mache ich jetzt doch nochmal kurz Video? Genau, also Sprit hatte ich schon mehr, das habe ich angefangen einzutauschen. Also hier bei den Knaben, da kann man ja hinreisen. Eintauschen dann auch. Da hatte ich Sprit gegen Nahrung getauscht. Nee, ich bin deshalb wieder da, weil das Spiel letztlich unterm Strich, das war mir wichtig feststellen, in erster Linie ein Adventure ist. Das sieht man nämlich daran, dass das nämlich enden kann. Das ist nämlich also kein offenes Spiel im Sinne von Ziel ist es, das Lager toll auszubauen und unsere Leute ranzuziehen, sondern ich wollte noch mal zeigen, ich habe mittlerweile noch mehr. Einer ist weg, der hatte geklaut, da habe ich ihn verbannt. Die anderen wollten ihn aufhängen, aber ich bin gnädig, ich habe ihn verbannt. Ne? Der eine Freund hier von der deutschen Studentin. Die hat das auch nicht gut aufgenommen. A, dass er klaut und B, dass ich ihn rausschmeiße. Mit einem Messer in der Hand habe ich ihn in den Wald gejagt. Also im Sinne von, hier hast du um dich zu verteidigen, jetzt mach ich Macke. Ja, wie gesagt, die Alternative war Steve, wollten aufhängen. So, nee, das Interessante ist, das ist ein Adventure, weil das Spiel endet, wenn die Geschichte an den Punkt kommt. Es geht hier letztlich darum, dass wir die Emily, die Tochter von unserem Spielcharakter, finden. Dem gehen wir nach. Das kann man natürlich hinauszögern, indem man immer fröhlich weiterspielt, Tag um Tag. Aber Ziel ist letztlich das. Und wenn man an dem Punkt ist, jetzt ist es soweit, hier ist, jetzt weiß ich wieder nicht, zeigt das die Maus an, ja oder nein? Wahrscheinlich wieder nein. Kacke. So, also wenn ich hier auf das Ausrufezeichen zwischen dem gelben Kanister und dem roten Kanister in der Mitte der Karte klicke, da finde ich dann das. Ach, können wir auch einfach hingehen. So. Da ist die Banditenbasis, da haben dann meine Leute haben das aufgeklärt und dann wurde halt, was machen wir? Entweder direkt angreifen oder verhandeln oder machen wir einen Panzer wieder flottengreifend an. Ich finde, das haben sie von The Walking Dead geklaut. Oder wir verbünden uns mit einer anderen Gruppe, locken die in den Hinterhalt. Ich als alter Stratege und Taktiker bin natürlich zu dem Punkt gekommen, wo ich sage, ist ja Quatsch. Also das mit dem Panzer ist ja schön und gut, aber das dauert Tage und wahnsinnig viele Ressourcen, bis der flott gemacht ist. Und letztlich, selbst wenn sie so einen britischen Panzer dann haben, wenn die da drinnen eine Panzerfaust haben, ist das Ding ruckzuck ein rauchender Sarg und dann war es das. Die Überlebenden sind ja keine ausgebildeten Panzergrenadiere, um diesen Panzer vernünftig Schutz zu geben. Also meiner Meinung nach kann man auch mit diesen Banditen nicht verhandeln. Meiner Meinung nach ist das Sinnvollste, wenn man die in den Hinterhalt lockt, indem man sich verbündet mit einer Gruppe. Und das ist, glaube ich, das hier gewesen. Das ist, glaube ich, der Panzer. Das da weiß ich nicht mehr. Ich glaube, wenn ich hier hinreise, dann erzählt er mir, was er Ressourcen ist. Ich war ja dort wegen, ich wusste ja vorher nicht, was das bedeutet, wenn hier ein Ausrufezeichen ist. Das hier bei, ich vergesse mir, wie das die Maus angezeigt wird. Also rechts, das Ausrufezeichen rechts von dem grünen Schraubenschlüssel bei Pool. Da ist der Panzer, weil da hatte ich drauf geklickt, was das ist, und dann sind wir da hingereist und dann sieht man, erzählt einem halt der eine Typ, dass er halt den Panzer reparieren kann mit ganz vielen Ressourcen. Und ganz links im Planquadrat 6 B, das ist, glaube ich, da hatte ich mich, glaube ich, mit einer anderen Gruppe dann getroffen. Ich habe ja logischerweise, ich habe das ja bis zum Ende gespielt und das ist jetzt ein Speicherstand, den ich geladen habe, damit ich euch das mal zeigen kann. Und ihr seht ja, das ist jetzt Tag 41. Das ist nur ein paar Tage, nachdem ich hier im Prinzip fest, also dass wir uns hier das letzte Mal gesehen haben. Ich habe nur ein paar Tage weitergespielt. Also wir fahren jetzt ab. Ja, genau, das ist es. Genau.
So. Ich klicke das jetzt mal ein bisschen schneller durch. Im Prinzip fragen wir die, ja, kommen die Banditen immer noch, um euch zu plündern? Ja, die kommen, nehmen jetzt alles weg, mi, 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 wir können uns nicht wehren, mi, mi, mi. Und wir schlagen denen vor, ja toll, dann sagt das nächste Mal nein und dann wir kümmern uns dann um die. So. Jetzt halten die noch alle ein bisschen Schwätzchen und dann kommen die. Und dann. So. Da kommen sie. Wollen wieder wie immer den was wegplündern. Die sagen aber, nee, gibt's nicht. Zack, und dann knallen wir einen von denen ab, von den Banditen. Logischerweise von den Banditen. So, und dann rennen die weg und holen ihre Kumpels. Da kommen sie, das ist ja dieser eine von den Banditen, ein Anführer. A trap, it's a trap. So, denn Kampf, 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 Kampf. So, wir gewinnen natürlich. Jetzt unterhalten wir uns mit dem. Der erzählt uns, dass sein Chef mit dem Großteil ihrer Gruppe nach Norden abgehauen ist, nach Nordengland. Und dass er halt die Emily mitgenommen hat. Und dann gehen sie zu der Basis von den Banditen, stellt fest, jo, stimmt. Hier steht es auch nochmal. Jetzt großes Bedauern, wir haben zu spät für meine Tochter. Mimimi. Zack, und das war's. Spiel ist fertig. Und dann wird es einen weiteren Teil geben. Wahrscheinlich Dead or Alive. Oder Quatsch, Dead and Alive. Nee, or Alive. Habe ich mir verdrängt. Northern England, nehme ich mal stark an. Ergibt sich irgendwie. So. Und jetzt verabschieden sich ganz viele aus der Gruppe, weil sie sagen, du gehst mal mit. Norden scheiße, da wollen wir nicht hin. Das ist Vorschau jetzt. Der geht offensichtlich mit in den Norden. Ja, da werden wir einen Mörder in der eigenen Gruppe haben. Also die Verschärfung vom letzten Mal, wo wir jetzt einen Dieb hatten, den ich herausfinden musste. Nein, das war nicht Steve. So, das ist Emily. So, Family Union. Zack, Ende. Ja, das ist mein Let's Play, das wir wieder durchgespielt haben. Dead but Alive. So, Entschuldigung. Wieso habe ich die ganze Zeit Dead and Alive oder Dead or Alive im Kopf? Keine Ahnung. Also Dead but Alive. Habe ich das die ganze Zeit schon falsch gesagt? Möglich. Scheiße. Egal. Völlig irrelevant. Ja, mir war das deshalb wichtig, das jetzt noch aufzunehmen, weil es gibt ja bestimmt den einen oder anderen Spieler, der sagt so, oh cool, Fokus Survival, Lager, plündern, finde ich toll, kaufe ich mir. Und die sind ja dann übelst abgefuckt, wenn, also sorry für die Wortwahl, aber es trifft es ja irgendwo, wenn die sich das Spiel kaufen und dann stellen sie irgendwann fest, so, ey, warte mal, nach einer gewissen Spielzeit, also man kann das ja ausdehnen, aber früher oder später klickt man halt dann doch auf so ein Ausrufezeichen und dann ist das Spiel vorbei. Weil einfach in erster Linie das Kernelement dieses Spiels ist tatsächlich das Adventure. Und das wollte ich halt einfach nochmal ganz klarstellen, damit da kein Missverständnis aufkommt und dann in die traurigen Gesichter, ja, und dann ja, deshalb. Also ändert nichts an meiner grundsätzlichen Meinung. Schönes Spiel, schöner Ansatz, gut erzählt, aber Fokus ist hier ganz klar das Adventure und deshalb kann das Spiel enden. Also ich habe es nach 41 Spieltagen, das ist auch deutlich zügiger. Ich habe ja ganz lang drumherum mich gedrückt um die Ausrufezeichen, habe da fröhlich ganz viele Ressourcen in den Ausbau vom Lager und so gesteckt. Das hätte ich mir im Prinzip alles sparen können. Also wenn man das erzwingt, kann man hier ein extremes Speed-Spiel hier, nee, wie heißt es nochmal? Na, heute stehe ich aber wie auf dem Schlauch. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Also man kann ja sehr zügig durchrasen, wenn man wirklich nur auf diese Ausrufezeichen geht und die Geschichte vorantreibt.
Damit aber wäre damit das Let's Play quasi beendet von Dead Battle Live Southern England und wir sehen uns dann hoffentlich irgendwann weiter wieder, wenn es dann weitergeht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob der Nachfolgeteil schon draußen ist oder ob es da jemals rauskommen wird, wenn das hier nämlich finanziell nicht erfolgreich war, kann ja sein, dass es dann nie passieren wird und dann endet das im Prinzip im Cliffhanger. Ja. Durchaus möglich. Wie auch immer, ich habe jetzt wirklich den Stempel drauf. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.